Hallo ihr Lieben, mein Name ist Claudio. Ich bin Pino, willkommen bei G2K. Ja Leute, nach fast 3 Jahren ist unser YouTube Money aufgebraucht. Das heißt, es werden wieder Videos produziert. Ich freue mich mega, wir fahren für euch nach Leonberg zum Traumpalast, und zwar ist da eine IMAX-Leinwand und diese Leinwand ist die weltgrößte. Wie sind die Maße nochmal? 39 x 21 Meter. Und das Ganze in 4K. Wer von euch schon mal in einem IMAX war? Hashtag IMAX in die Kommentare. Jawohl, und zwar schauen wir für euch The Greater. Ich freue mich mega, ich würde sagen, Claudio, let's go! Machst du? Du, ich wollte einfach nur mal gucken, ob die Kamera auch richtig kalibriert ist. Okay. Sag mal irgendwas. I'm the kick of the week. My name is Pino. I'm going to the Kino. Oh! Ew! Dude! What the? So, meine Lieben, das war unser Trip zum Traumpalast nach Leonberg. Es war mega cool, fand ich, Claudio. Ich fand's super, hat echt Spaß gemacht. Hat zwar ein bisschen mehr gekostet, aber hey, das kann man sich schon mal gönnen. Finde ich auch, man sitzt sehr bequem, ne? Oh ja, das ist fast, ja, Fernsehsessel mit Füße hochlegen und allem. Was sagst du zum Film, Claudio? Also, ich fand den ziemlich geil, den Film. Klar, Science Fiction geht immer. Jo, und auf jeden Fall aktuell ein sehr ein Thema. Künstliche Intelligenz, was natürlich sehr präsent ist momentan. Und ja, man hat wirklich... Guckt ihn euch einfach an. Lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man dann aus dem Film rausgeht, so denkt man schon, okay, boah, krass, wie wäre es eigentlich, wenn ja so ein Android mit einer KI Bewusstsein entwickeln würde und Gefühle etc. Wo führt das noch alles hin, ne? ChatGPT etc., wir sind erst am Anfang, ne? Wer weiß, wie das in 20, 30 oder 50 Jahren ist. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir können noch Freunde bleiben. Du kannst immer, wenn du willst, zu mir ins Zimmer kommen. Aber wir können nicht... Nein! Nein! Okay, ein allerletztes Mal. Ja! Wir sind aus Materie. Die Androiden sind aus Materie. Wir sind alles eins. Wir haben hier den Hauptdarsteller John David Washington. Ich fand den richtig gut. Schauspielerische Leistung wirklich top. Ist ja der Sohn von Denzel Washington. Aber ich würde sagen, ja, er steht auf jeden Fall nicht in seinem Schatten, oder? Der junge Mann kann auf jeden Fall was. Also er wird eine große Zukunft haben in Hollywood, denke ich mal. Falls euch unser Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben,
abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Um connected zu bleiben, checkt unsere Social Media. Das war's von uns. Wir wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal bei G. Du. K.